Der Bundeskanzler äußert sich zum Thema Koalitionskrach. Alles klar. Schneller gelingen. Und sie müssen auch weniger abhängig sein von einzelnen Mitgliedstaaten. Deshalb schlage ich schon seit einiger Zeit vor, dass wir Freihandelsabkommen abschließen als Europäische Union, die sich ausschließlich auf europäische Regeln beziehen, deshalb auch mit qualifizierter Mehrheit im Rat und im Parlament beschlossen werden können, dort mit normaler Mehrheit, und die dann gelten und dass sie ergänzt werden durch ein Abkommen, dem man beitreten kann über die Fragen, wo Länder zustimmen müssen, sodass wir jetzt endlich viele Abkommen zustande kriegen. Und Indien wäre eines, wo das die höchste Priorität hat. Das ist ein Land mit großen Wachstumsperspektiven. Da wollen wir als Deutschland und Europa ja auch dabei sein. Und ansonsten gilt es jetzt zu gucken, welche Möglichkeiten bestehen, dass der Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, nicht immer so mit dieser Brutalität fortgesetzt wird, sondern auch zu einem Ende kommt. Es geht immer, darüber sind wir uns hier klar, um einen gerechten Frieden für die Ukraine, der ihre Integrität und Souveränität im Blick hat. Und deshalb sage ich auch, wird Deutschland weiterhin aufgefordert sein, die Ukraine zu unterstützen, damit sie sich verteidigen kann. Das tun wir am meisten in Europa. Und deshalb ist es auch ein gutes Zeichen, dass gerade jetzt die G7-Staaten das gemacht haben, was sie angekündigt haben bei dem Treffen in Italien, in Apulien, nämlich einen 50 Milliarden Dollar Kredit auf den Weg zu bringen. Damit ist Klarheit für die Ukraine. Sie kann die notwendige Sicherheit sich beschaffen, die sie braucht, um sich verteidigen zu können. Und damit ist auch klar für den russischen Präsidenten, dass das Aussitzen nicht hilft, dass man nicht darauf warten kann, dass die Unterstützung nachlässt. Und darum ist jetzt auch der Zeitpunkt auszuloten, ob Möglichkeiten bestehen. Wir haben viele, viele Dinge unternommen, um Friedensgespräche möglich zu machen auf internationalen Konferenzen. Zuletzt war auf dem Birkenstock in der Schweiz eine Konferenz, die auch geendet hat mit der Perspektive, eine weitere zu haben, wo Russland dabei ist. Und es ist gut, dass zum Beispiel ein Land wie Indien den festen Willen hat, hilfreich zu sein, um da weiterzukommen. Da brauchen wir mehr Länder von, und Indien ist auf alle Fälle eines, das da einen sehr ernsten Willen hat und auch wirklich eine gute Rolle spielen kann. Vielen Dank. Herr Bundeskanzler, Indien hat allein 1,4 Milliarden Menschen mehr sogar. Und Indien ist ja auch noch Teil eines Konglomerats, eines Bundes, den sogenannten BRICS-Staaten. Wie glauben Sie, wie glauben wir, überhaupt etwas gegenhalten zu können, sei es Deutschland, sei es Europa, G7, meinetwegen sogar gegen G20? Was können wir dagegenhalten? Und wenn Sie erlauben, eine Frage auch zur Innenpolitik. Sie haben zu einem Industriegipfel eingeladen, der Wirtschaftsminister ein Wirtschaftspapier vorgelegt, und jetzt hat auch Ihr liberaler Koalitionspartner Herr Lindner zu einem Wirtschafts-Industrietreffen eingeladen. Das wirkt ehrlich gesagt ein bisschen unkoordiniert. Was sagt das über den Zustand der Koalition aus, und glauben Sie, die Koalition wird gemeinsam Weihnachten feiern? Weihnachten wird immer gefeiert, und vielleicht einmal diese konkreten Fragen, die Sie gestellt haben. Ich bin dezidiert der Meinung, dass es falsch wäre, die Welt aufzuteilen und den Bedeutungszuwachs vieler Länder im Süden der Welt, also Indonesien, Indien, um zwei zu nennen, von Ländern wie Südafrika, wie Brasilien, als Problem zu betrachten. Das sind Partner für die Welt von morgen, und das ist gerade unsere Aufgabe als Deutschland in Europa, als Europäische Union, als die Länder, die einmal die klassischen Industrieländer genannt worden sind, diese Partnerschaft auch von sich aus zu wollen und vorzubereiten. Und wenn die jetzt sich zu Wort melden, dann ist das kein Problem, sondern Teil dessen, was wir uns für die zukünftige Welt vorstellen, dass das miteinander gelingen kann. Und das ist dann auch der Weg. Einen haben wir gezeichnet. Deutschland und Namibia haben zusammen mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen in 2 Jahren das möglich gemacht, dass die Vereinten Nationen jetzt einen Pact for the Future angenommen haben, der auch die Reform internationaler Institutionen mit vorsieht und dazu beitragen soll, dass sie auf die Zukunft vorbereitet sind. Wenn wir es richtig machen, kann die multipolare Welt eine bessere Welt sein als heute.
Das setzt aber voraus, dass bestimmte Prinzipien immer beachtet werden. Und da will ich ganz klar noch mal sagen, eines dieser Prinzipien, das in der UN-Charta und in vielen anderen Orten festgelegt ist, ist, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden. Und deshalb ist der russische Angriff auf die Ukraine auch ein Angriff auf die Sicherheitsarchitektur, nicht nur Europas, sondern der Welt. Denn wir haben uns alle in unglaublich vielen Beschlüssen, Dokumenten, Verständigungen immer wieder dazu bekannt, die Grenzen dürfen mit Gewalt nicht verändert und verschoben werden. Was die Lage in Deutschland betrifft, ganz klar, wir müssen was dafür tun, dass unsere Wirtschaft besser wächst. Dazu haben wir bereits mit der Wachstumsinitiative einen ganz wichtigen Aufschlag gemacht. Und Stück für Stück, Woche für Woche kommen Gesetze, die aus dieser Verabredung folgen, jetzt in den Deutschen Bundestag. Da ist die gesamte Regierung sehr engagiert. Wir haben viele Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen, um Bürokratie abzubauen und die Rahmenbedingungen für Wachstum zu verbessern. Und jetzt geht es darum, das ganz konkret auch weiter zu betrachten. Denn da ist ja was zu tun. Die Weltkonjunktur hilft uns nicht und die Konjunktur in Deutschland hat auch nicht angezogen. Deshalb muss man sich mit allen unterhalten. Ich war zum Beispiel jetzt wieder bei einem meiner regelmäßigen Gespräche mit verschiedenen Verbänden der Wirtschaft, Arbeitgeberverband, Handelskammertag, mit dem Handwerk und auch natürlich der Industrie und werde diese Gespräche in großer Kontinuität immer weiter fortsetzen. Ich habe besprochen, dass ich mich mit den Handwerkern ganz konkret über ihre Fragen unterhalten werde. Das ist etwas, wo wir jetzt gerade versuchen, das zu fokussieren, damit das geschehen kann. Und natürlich müssen wir angesichts der Bedeutung, die die Industrie in Deutschland hat, auch ganz konzentriert über die Frage, was kann getan werden, damit die industriellen Perspektiven in Deutschland so optimal wie möglich ausgestaltet werden. Darüber muss man sprechen. Und das allerdings ist mir wichtig. Wir müssen wegkommen von den Theaterbühnen. Wir müssen wegkommen davon, dass irgendwas präsentiert und vorgeschlagen wird, was dann gar nicht von allen akzeptiert und angenommen wird. Es muss um ein großes Miteinander gehen. Und deshalb ist mir wichtig, dass wir, wenn wir die industriellen Perspektiven betrachten, aber auch andere Fragen, das immer so machen, dass das nicht darum geht, irgendwie sich vorzuführen, sondern einen gemeinsamen Konsens zu entwickeln. Wenn das gelingt, ist das gut und sicherlich auch etwas, das ein Rat an die Politik in Deutschland ist, der dann sicherlich auch von allen gerne genommen wird. Aber das will ich unbedingt erreichen. Nicht mehr immer irgendwas, das da gesagt wird, sondern etwas, wo alle sich unterhaken. Herr Bundeskanzler, ich würde Sie gerne zu den Berichten über die Verlegung nordkoreanischer Truppen nach Russland fragen. Wie besorgt sind Sie darüber und welche Möglichkeiten hätte der Westen zu reagieren, wenn diese Soldaten in den Ukraine-Krieg eingreifen? Und eine Nachfrage noch mal zu dem Industriegipfel. Warum haben Sie Herrn Lindner und Herrn Habeck eigentlich nicht zu Ihrem Gipfel eingeladen? Damit hätten Sie sich ja vielleicht die Veranstaltung von Herrn Lindner, die er jetzt plant, und das Papier von Herrn Habeck ersparen können. Es ist so, dass wir alle gemeinsam uns sehr bemühen müssen darum, dass Dinge vorankommen. Und zu den Möglichkeiten des Bundeskanzlers und den Anforderungen des Bundeskanzlers gehört auch, mit Vertretern der Wirtschaft zu tun. Das tue ich übrigens oft, meistens ohne dass darüber auch berichtet wird, mit oft sehr konkreten und pragmatischen Folgen. Und in der konkreten Situation ist es meine Aufgabe, ein solches Gespräch zu führen. Und das übrigens auch nicht nur an einem Datum, sondern als etwas, wo ich mir schon eine längere Entwicklung vorstelle und nicht erwarte, dass da 24 Stunden später was rauskommt, sondern das soll ja gemeinschaftlich geschehen. Und die Vertraulichkeit ist dazu ganz zentral. Das schließt ja andere nicht aus, weder ihre Aktivitäten noch überhaupt aus dem gemeinsamen Handeln der Bundesregierung, um das es mir ja nun auch immer geht und wo ich ja auch, wie jeder merkt, sehr viel Zeit drauf verwende, dass Konsense und Entscheidungen zustande kommen. Und auch wenn es nicht immer einfach ist, ist das weiter die Aufgabe, der ich nachkomme. Die Frage der Verlegung von nordkoreanischen Soldaten nach Russland und ihr möglicher Einsatz in dem Ukraine-Krieg ist sehr besorgniserregend. Das kann man gar nicht unterschätzen. Das ist schlimm und ist natürlich etwas, das die Situation weiter eskaliert. Es zeigt natürlich auch gleichzeitig,
dass der russische Präsident in größter Not ist. Er hat sich jetzt ja mit Ländern verbündet, die er für deren Gebaren vor einiger Zeit noch in einer anderen Rolle heftig kritisiert hat. Aber wieder auch ein Grund dafür zu sorgen, dass wir neben der notwendigen, festen und verlässlichen Unterstützung der Ukraine auch gemeinsam mit der Ukraine ausloten müssen, wie kommen wir jetzt vielleicht doch zu einem gerechten und fairen Frieden für die Ukraine. Meine Damen und Herren. Ja, jetzt sprechen wir darüber mit Gerd-Joachim von Fallois. Ganz kurz der Hinweis, wir werden wahrscheinlich noch auch dann auf die Pressekonferenz von Finanzminister Lindner zu sprechen kommen können, die jetzt auch gerade einläuft. Also das, was der Kanzler da jetzt gesagt hat zum Thema Koalition und Politik in Berlin, klingt ja irgendwie, dass alles in einigermaßen guter Butter ist. Vermisst haben wir das Wort Unterhaken, dann kam es dann doch. Meint Wegkommen von den Theaterbühnen hin zu einem Miteinander. Alles in Butter? Ja, klingt doch toll, wenn der Kanzler gesagt, ein geordnetes Miteinander, das muss es sein. Das genaue Gegenteil erleben wir. Also der Bundeswirtschaftsminister schlägt einen Deutschlandfonds vor, der vorher nicht abgesprochen war. Der Bundeskanzler selber lädt zu einem Industriegipfel ein. Das ist sein gutes Recht, das kann er machen. Allerdings die für Konjunktur und Wirtschaft zuständig sind, waren nur ganz kurz vorher im Kabinett informiert worden, nämlich der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister. Ja, und der Bundesfinanzminister seinerseits lädt dann sozusagen zu einem Gegengipfel mit den Verbänden ein, die nicht eingeladen wurden. Also das ist alles andere als ein geordnetes Miteinander. So ein Bundeskanzler hat vielleicht so viele Termine, dass er an der einen oder anderen Stelle die Knoten nicht mehr auseinanderhalten kann. Jedenfalls hier in Deutschland wäre es dringend geraten, dass er sich mit den Herren an einen Tisch sitzt und dass diese Ampel wieder gemeinsam nach vorne marschiert und nicht jeder in eine andere Richtung. Ja, Unterhaken ist das wichtigste Wort. Das haben wir die gesamte Koalitionsphase durchweg schon gehört. Gerd, ganz kurz noch zum Schluss. Glaubst du an dieses Unterhaken mit Erfolg? Nun, die drei Ampelparteien haben jetzt die Chance, gemeinsam in der nächsten Woche eine Marschrichtung zu verabreden. Wenn sie allerdings weiter so auftreten wie in den letzten Tagen, dann glaubt ihnen kein Mensch mehr, dass es sinnvoll ist, dass diese drei noch ein Jahr zusammenhalten. Und spätestens dann, wenn der Haushalt finanziert werden muss, wenn die Löcher gestopft werden müssen, dann muss man zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. Neues, frisches Geld, das geht mit dem Bundesfinanzminister nicht. Oder dann eben Ende dieser Koalition. Also das bleibt weiter spannend. Deutschland ist auf Stabilität angelegt. Es ist sehr ungewöhnlich, wenn eine Bundesregierung vor den 4 Jahren zu Ende geht, aber es ist durchaus möglich. Es ist auch durchaus möglich, dass es ein arbeitsreicher Spätherbst für uns wird. Dankeschön für heute, Gerd-Joachim von Fallois.